Leute, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich hier so ein Schloss, aber ich habe ja beim so ein Schlossvideo von so ähnlich wie der aussieht, nur dieses habe ich ja versprochen. Also nicht versprochen, ich habe jetzt gesagt, dass ich noch irgendwo hier so ein Schloss liegen habe, wo ich so alt, wann ich so 8 war, so komische Sachen reingetan habe. Da wollte ich jetzt mal nochmal euch zeigen, weil es euch so ein bisschen interessiert. Also wir schrauben erstmal die Sicherheitsschraube aus, die ich da so früher gedacht habe. Das ist also so für mich gedacht habe, dass für so eine Sicherheitsschraube wäre mit so einer Schlitz. Das schrauben wir erstmal alle Schrauben hier ab. Und tun sie in so einer kleinen Dose. Aber ich habe jetzt keine kleine Dose hier, nur ein Schraubenzieher-Dings da. Aber ich verliere hier die Dose nicht. Und dann müssen wir, wenn wir den Deckel abnehmen, müssen wir hier diese Nuss halten. Damit hier nichts rausfliegt. Wir testen mal. Oh, die ist übrigens, die geht nicht mehr auf Leder, die ist hier kaputt. Bei mir auf dem Fall ist jetzt nichts, das hier so rausspringt von der Feder oder so. Der Regel geht auch nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich hier solche Sachen reingetan. Muss aufpassen, damit hier jetzt so auch nichts rausfliegt. Hier habe ich in die Falle habe ich hier so eine. Ups, das ist ein bisschen rausgeflogen. Aber wir können das hier ganz schnell reparieren. Ganz schnell, minimal. So, fertig. Hier ist nochmal so ein Ding drin. Hier ist ein bisschen bemalt von draußen. Hier habe ich dann noch Schloss hier. Hier habe ich dann so ein paar Dinge am Rand reingetan. Ja, hier noch so. Also es war ein ganz kurzes Video, ganz kurz über dieses Schloss hier. Jetzt fliegt hier natürlich wieder alles raus, was nicht gut ist hier. So. Okay. So, ich hoffe, es geht jetzt einigermaßen. Wieder zusammenschrauben hier das Ganze. Ich habe hier gezeigt, was ich so früher reingetan habe. Also nicht viel. Und ja. Ich schraube es jetzt wieder zusammen. Wieder diese Geräusche da. So. Ja. Und dann schrauben wir diese rein. So, und dann noch diese Schlitzschraube. Die etwas ältere. Schrauben wir dann auch hier rein, wo dieser Pfeil hinzeigt. So, jetzt machen wir noch zum Schluss, was ich hier drauf geschrieben habe, auf diesen Deckel hier. Hier habe ich drauf geschrieben, WSB, Schraube nochmal, hier irgendwie so eine Nummer Spezial, ein paar Pfeile noch. Das war's eigentlich mit dem Video hier. Ich muss das kurz auf dem Bild tun. Ja, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen oder übermorgen beim neuen Video. Ciao. Also erstmal Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren, falls ihr wollt, Benachrichtigung. Ja, ciao.